Willkommen. Herzlich willkommen zurück. Genau, willkommen in der dritten Folge von Seth Forest. Da, unser heutiges Tagesziel zur Insel rüber paddeln mit unserem neuen Floß, das wir jetzt gleich bauen werden. Ich wollte gerade sagen, unser neues Floß, hast du schon gebaut oder wie? Ich bin ein bisschen durstig und ich muss schon wieder was essen, ey, das ist echt krass. Food and Water, was steht denn da? Water Collector, da ist es ja. Rainwood, was brauche ich denn da? Sollen wir den hier drin bauen? Ja. Regenwasserkollektor? Ah, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht bauen wir vielleicht ein bisschen besser, weil ich weiß nicht, wollen wir mit den Holzstämmen da mal reinkommen. Wie können wir das denn eigentlich steuern? Das wäre interessant. Gehst du raus. Wo ist denn das eigentlich? Soll ich den einfach draußen mal schon hinbauen hier? Kommen wir schon her. Ja, warte, ich bin gerade im. Ja, da hinten laufen sie immer noch. Ich glaube, echt da hinten ist es vielleicht nicht so gut, dass wir so nah am. Oh Gott, Alter, die laufen. Das sind echt viele, die laufen die ganze Zeit dahinter. Vielleicht nicht so die perfekte. Die laufen nicht zum Baum, sondern. Ach du Scheiße. Die laufen unterhalb vom Baum hin. Oft, ja. Die laufen da immer zur Küste runter und dann laufen sie da. Ja, aber ich habe auch oft gesehen, dass sie zum Baum. Es ist ein bisschen blöd. Also, da hinten sind auch, glaube ich, welche, wenn ich mich nicht ganz täusche. Irgendwie ist immer viel. Oh. Ich finde die Position schon geil, weil man hat eine gute Übersicht. Man ist ja, das ist unser Zwischenlager, sag ich mal. Ja, ja, sowieso. Es ist warte, ich baue jetzt hier das Ding einfach mal schnell hin. So, was ist das jetzt? So, hey, was brauchen wir denn da jetzt? Hey, was baust du da? Ah, wir brauchen Turtle Shell. Ja, ah, das hab ich. Jawohl, geil. Jetzt wird da Regenwasser gesammelt. Ja gut, das hätte ich aber drinnen gemacht. Ich hab dich doch gefragt. Ich dachte, du meinst das Floß. Kann man das wieder zerstören? Was? Ey! Achso, das ist Reparieren eh, oder? Ja. Da braucht man Baumharz für. Wieso hast du das kaputt gemacht? Aber ich hab kein Turtle mehr. Scheiße. Fuck. Du hast kein Turtle mehr. Ach man, nee, okay, egal. Rabbit Cage, Small Garden, Drying Rack, Storage, Stickholder. Ja, das Floß. Blockholder, kann man das Floß? Muss man das ja auf Wasser bauen? Kann man das dann bewegen? Oder wie schaut das da aus? Ich weiß es nicht. Warte mal kurz. Was, sonst würde ich es hier bauen oder drin bauen? Ich weiß es echt nicht. Das ist jetzt so ein bisschen. Ich würde es gern. Probieren wir es mal aus. Es schadet ja nicht. Ich mache das jetzt mal hier. Vielleicht sollte man auch mal ein Bett bauen, weil da könnten wir vielleicht die Nacht überspringen. Das wäre natürlich geil, ja. Was? Bett tue ich mal hin. Funktioniert das Regenwasser auffangen jetzt oder? Ja, es funktioniert. Ich glaube, ich sehe schon eine Pfütze drin. Geil. Soll ich das Bett? Nee. Was, das Bett baue ich hier mal direkt neben dem Lagerfeuer hier? Also, ich meine, das Spiel ist geil, aber ich meine, wie hackt er die? Wie macht die? Wie spaltet er die? Doch nicht mit der bloßen Axt da, oder? Schon gespannt, Alter, jetzt bin ich voll an zu schiffen. Ah, wir brauchen, also fürs Bett brauche ich Hasenfell. Ja, ich tue jetzt mal Sticks sammeln. Ja, unser Sticks. Ach, da liegen ja immer noch die zwei Leichen, ne? Scheiße. Ja, die müssen wir vielleicht mal verschwinden lassen. Wir könnten noch ein Feuer draußen bauen, wo wir dann immer die Leichen verbrennen. Vielleicht geht das. Stimmt, ja, das könnte man machen. Ich schmeiße jetzt mal derweil ins Wasser. Ich meine, die liegen da immer noch, ne? Das ist halt dann ein bisschen blöd. Ja, die treiben vielleicht davon. Ja, ich kann keine Sticks mehr nehmen. Ich brauche echt was zu trinken. Oh, ich muss mal wieder Medizin hier. Es funktioniert, es ist Wasser drin, aber... Es dauert wahrscheinlich ziemlich lange, so schnell geht es ja nicht. Pass auf. Auch noch ein paar Loks. Lockholder. Also ich würde gern draufbleiben können. Das ist irgendwie... Ja, könnte ein bisschen besser sein. Da wäre ein Reh. Hast du den Bogen noch? Da wären zwei Rehe. Hast du den Bogen noch oder Speer oder so? Hätte ich, ja. Dann töte mal so ein Reh, damit wir das Fleisch haben. Okay, was? Ich seh's nicht. Wo ist es denn? Zwei Rehe.
Das ist Re. Ach, da ist es, ich sehe es. Was braucht denn das noch? Lol, nein, oh mein Gott, Alter, voll daneben. Viermal Zeit. Hey, wir haben ein Floß. Sehr wow, gut. Alter, shit, ich hab's voll. Wie komme ich da drauf? Ich hätte meinen Speer wieder gerne. Ah, da ist er. Warte auf mich. So, dann auf zu uns, würde ich sagen. Alter. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Wenn wir jetzt stecken geblieben wären. Alter, wie geil ist das denn? Das ist aber schnell. Alter, ja, ich bin halt ein kräftiger Mo, ne? Das weißt du, ich bin sehr kräftig. Alles Alter, klar. Ist das geil. Unzel, willkommen! Hey, cool. Jetzt kommt ein Hai, springt drauf, tot. Ich verschreiß nicht. Sonst passiert ziemlich mal. Voll die Flutwelle. Oh mein Gott, Titanic. Jetzt ist wahrscheinlich nichts auf der Insel. Der ist echt bitter. Okay, es ist doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte, ne? Also. Alter, du musst mir vorstellen, wir würden hier was bauen, dann wären wir mega safe, ey. Ich weiß nicht, ob vielleicht dann zum Mutanten oder so aus dem Wasser dann rauskommen. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber wir schon... müssten ja erstmal hier alles hintransportieren. Ja, das ist natürlich so. Aber wir könnten ja, man kann ja so ein riesiges Floß bauen, vielleicht kann man da irgendwie da was machen. Schauen wir mal, ob es da. Und hier ist irgendwie gibt. Rein gar nichts, kann es sein. Ach komm, ist bestimmt irgendwo was versteckt. Ich habe einen Stein gefunden. Sehr gut. Alter, da muss doch irgendwas sein. Die pflanzen doch nicht einfach eine Insel hin, wo du mühselig hinfährst und dann ist hier nichts. Das kann's doch nicht sein. Ernsthaft? Verdammte Axt. Alter. Ist rein gar nichts. Ein feuchtes Nichts. Vielleicht ein guter Bauplatz, um sicher zu sein, aber mehr auch nicht. Aber aufwendig wäre es, das kann man doch vielleicht mal so im Schluss machen, wenn wir echt nichts mehr wissen. Ja, da können wir echt so eine kleine Festung bauen. Ja. Wir kommen hier, Alter, ist ja Vollfahrt hier. Wir kommen hier wieder von der Insel weg. Ja, mit dem kann ich wieder runterschieben? Ja, du kannst es anschieben mit E. Oh shit! Ja, ich dachte mir auch, und dann kannst du es. Paddel du mal jetzt. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Da ist ein Regenbogen. Voll schön. Ja, cool. Er kommt vom Baum. Zurück, Kapitän. Alter. Alter, was ist mit dir? Warte, da ist noch eine Schildkröte. Die Schildkröte ist gut. Okay. Das sind zwei. Okay, jetzt töten wir alle. So. Wunderbar. Ich hab einen Kopf von. Naja, okay. Sehr schön. Sollen wir noch. Wie wahrscheinlich kann man nur einen Turtle nehmen, oder? Wahrscheinlich. Ich will mal kurz was. Ich habe einen Stick. Hab ich denn jetzt? Ah, Turtle Shell, ja. Hä, konnte man nicht. Muss man wieder was trinken? Ah, okay. Alter, ich habe nur noch eine Sodaflasche, das ist echt schlecht. Ich würde gern fischen. Fischen, genau. Ich pass auf. Oh, der ist zu weit im Wasser. Das ist ein bisschen scheiße. Hä, hey, was ist. Wäh, das sieht widerlich aus. Ich würde gern dieses Fischlein kriegen. Komm, aber... Fisch, komm her. Alter, unter dir sind voll viele Fische. Ja, aber irgendwie. Keine Ahnung. Toll, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Du musst schon herfahren, Mann, mit dem Ding. Nicht einfach runterspringen. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Covered in blood, washed off, avoid. Ah, okay, warte, ich muss schon. Scheiße, ich glaube, ich habe das Boot. Oh Gott sei Dank. Hä, wo ist mein Speer hin? Wieso ja, gut zu wissen, also wenn man voller Blut ist, dann ist die Gefahr hoch, dass man. Krank wird, oder? Krank wird, ja. Alter. Hey, da ist ein Fisch. Hol ihn dir. Ich verliere die ganze Zeit meinen Speer. Das nervt voll.
Ist das ein Fisch? Nee, das ist kein Fisch. Dachte ich eben auch, das ist ein runtergesprungen. Okay, alles klar. Ich glaube, das ist echt im Meer, es ist sau schwer, weil ich glaube, die sind zu weit draußen. Ich glaube, wir müssen echt irgendwie auf so einen Teich oder so gehen. Ja. Und versuch mal das Floß noch ein bisschen anzuschieben. Wieso, wir sind mitten im Wasser mit dem Floß. Du kannst es einfach nicht, oder? Du bist voll kacke. Alter, jetzt bin ich zu dumm. Sehr schön, machst du das? Ja. Was ist denn jetzt? Ja, gut machst du das. Also. Ja. Jetzt machst du es gut, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was du willst. Muss ich dich töten? Siehst du, man muss nur die Maus benutzen, dann geht's. Ach, die Maus, okay. Oh Gott, was war das jetzt? Alter, wir könnten voll viele. Wir könnten voll. Alter. Okay, auf dem Floß tust du bitte nicht. Oh Gott! Der Opfer! Oh. Alter, was ist mit. Alter, was ist mit dir? Also auf dem Boot bitte nicht das Buch aufschlagen zum Craften oder Bauen. Schlechte Idee. Was ist hier? Ist auch noch eine Insel? Mayday. Das ist ja auch noch eine Insel. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, da ist ja nichts drauf. Ja, wer weiß. Vielleicht ist da irgendwo ein Seil. Da läuft jemand am Strand. Weil zwei Leute. Oh oh. Na komm schon, die machen mal platt. Ja, wir fahren ja direkt zu uns nach Hause, ne? Also das ist anscheinend ein Routinegang. Das ist ein bisschen kacke. Wir sind mitten in dem Spaziergang. Feld von denen. Spaziergang. Ja. Was hast denn du da gebaut? Sicher sehr alt. Hey, Gangster. Ja, da wollte ich ein Boot bauen. Boot. Kommt der da wollte hin? Ein Bett bauen. Er kommt da nicht hin. Wie geil. Wie geil ist das denn? Die kommen da nicht hin? Alter, wir sind echt gut, Mann. Alter, der ist ganz schön groß. Ich versuche zu steuern. Es geht nicht. Okay. Alter, voll geil. Voll geil. Ist eigentlich links unten auch noch, was wir brauchen? Oder nur ich? Hä? Ja, ich kann auch... Mit Gartha-Sticks. Ropes und so. Ich habe jetzt alles Lol, der Was? Ach, das, Alter. Das war nur dein Schatten. Ich habe doch, der ist gerade drüber gesprungen. Komm, man kann sogar so außen rumgehen. Dann kann man so die Lage checken, weil die kommen echt nicht ins Wasser. Ist voll geil. Das kann man sich voll zum Vorteil verhelfen. Ja, also wir brauchen jetzt noch ein paar Sticks und wir brauchen Fell. Die laufen voll gegen unsere Tür. Die sind voll doof. Komm, die machen fertig. Hau nicht gegen die Wand, weil sonst beschädigen wir die. Ah ja. Alter. Der lebt noch. Der lebt immer noch, das kann's doch nicht sein. Ja, warum stirbt der nicht? Ich glaube, ich habe ihm alle Zähne ausgeschlagen, ey. Oh nein, irgendwas ist beschädigt. Da steht 2 von 3 Hearts. Ja. Ja, die Tür. Ich kann's reparieren. Konnt's auch vorhin reparieren. Es ist genug Regen drin, also wenn mal jemand Ding braucht, da wäre dann was. Nice, richtig geil. Aber jetzt brauche ich auch noch was zum Futtern. Ja, wir bräuchten echt mal... Was bauen wir denn da jetzt? Essen. Ich mach das mal aus, Rabbit Cage. Ich weiß nicht, wollen wir später. Wollen wir mal einen Hasenkäfig bauen? Ja, aber du musst erstmal die Falle bauen. Die musst du ja irgendwo einen Wald stellen, weil sonst bringt's ja nichts. Alter, jetzt hab ich jetzt einfach mal das scheiß Ding in der Hand. Vielleicht ist das Wasserding draußen gar nicht mal so schlecht, weil vielleicht machen wir hier mal ein Dach drüber. Ich weiß es ja nicht. Alter, es ist bei mir die Musik an. Gas. Stickholder. Rockholder. Lockholder. Soll ich hier oben jetzt mal Hasenkäfig bauen? Hasenfalle? Weiß ich nicht, ja, kannst du machen, ja. Alter, wie kriege ich dieses Scheiß? Was ist ein Trying Rack? Kann man da irgendwie so. Ich muss jetzt erstmal diese verfickte. Wie kriege ich die Kassette wieder da raus? Mag das nicht haben.
Ah, auf P. Also wenn du aus Versehen das Radio raushaust, einfach P drücken, da kannst du es wieder Was? wegtun. P? Okay. Ja, da, und da kannst du es auch wieder rausholen. Okay, das ist gut zu wissen. Echt gut zu wissen. So, kommst du her. So, ich brauche Sticks. Bestimmt Stick für mich. So. Mann, diese 20 Minuten, die gehen vielleicht schnell vorbei. Schon wieder 20 Minuten um, ha? Oder wie? Glaub schon, oder? Ich weiß es nicht. Da habe Ich ich mich achte gerade da irgendwie verguckt nie auf. drauf. Was ist er? Er? Ach, da haben wir die Größe einstellen oder wie? Ich bin mir gar nicht sicher. Ach, ich kann überhaupt keinen Stick mehr nehmen. Wird schon wieder Ah dunkel. ja, die Sonne geht wieder unter. Aber Sticks, da kannst du, glaube ich, gegen Gebüsche schlagen und dann. Ah, Sticks haben wir hier genug. Sticks haben wir hier echt Ja, schön so, viele. ich habe jetzt den Rasen voll gebaut. Komm schon, Sticks. Sticky. Hä? Gott, die Schreie wieder, echt. Ich höre schon wieder ganz ekelhafte Schreie. Und ich habe echt Hunger. Ich bin gleich. Ich. Ah, da ist ein Reh, da ist ein Reh. Bulles Alter, Tier. hörst du die Schreie eigentlich auch? Ah, jetzt läuft's weg, das Viech. Ah, Ich habe einen Mann. Speer, ich habe einen Speer gefunden. Das ist meiner. Ja, guck Alter, mal, ich hab Mühe. hörst du die Schreie? Oh. Alter, wie schnell wird's jetzt dunkel? Wie so eine Lampe ist gerade der Mund Die kommen aufgegangen. runter. Die kommen alle runter, schnell rein. Ich bin weg. Du bist so am Arsch. Alter, hast du die gesehen? Die sind alle Nein. hingesprintet. Habe ich vielleicht auch was? Was ist das eigentlich, was wir da bauen? Ein Bett. Ach, ein Bett. Haben wir Ich aber bin zum Le hungrig. Die Lederdinger kriegen wir dann von so Rehen oder wie? Oder Rabbits oder Na, wie? Rabbit, Ah genau. ja, Darum habe ich Rabbit. jetzt auch diese Ding Ja, ich bin echt gebaut. hungrig. Ich muss jetzt unbedingt was futtern, weil sonst bin ich Ich voll habe im noch Arsch. Snacks. Sup. Ja, ich habe auch ein paar Snacks. Habe ich jetzt diese scheiß Reh eigentlich irgendwie? Da hinten liegt's, das hole ich mir jetzt. Oh ne, das war nur ein Stein. Da habe ich Batterien. Was ist eigentlich dieser Rucksack? Kann man den verwenden? Nee, oder nur da. Ach, der Topf, den haben wir auch noch. Stimmt eigentlich, den können wir eigentlich mal fürs hernehmen. Ach, vielleicht können wir mit dem Topf Wasser vom Meer aufkochen. Das wäre natürlich. Geht's nicht, dass Naja, man. das Salzwasser Ich weiß es aufkochen. nicht. Da verdunstet ja dann eigentlich nur das Wasser und dann Ja, das ist das stimmt. Salz Ey. übrig. Ja, dann hast du Salz. Dann kannst du dein Essen ein bisschen salzen. Ey, unser Feuer ist ausgegangen, ne? Nur mal so. Jo. Oder es war nie an. Was hast du eigentlich gemacht? Hast du ein Basic Fire gemacht, ein Bonfire oder ein Firepit? Mit Steinen. Also das Große, da was echt bleibt, weil ich glaube, die anderen verschwinden wieder, weil die halt ausbrennen, Das ne? ist Firepit, oder? Mit Stein, ja. Weil das ist halt das Beste, glaube ich. Mann, das brennt aber ganz schön. Ah, auf R drücken und dann kann man nur zwischen Fleisch und Dinge, okay, jetzt, oder? Achso. Hä, was ist dann das Fleisch? Kann man da ein Fleisch draufwerfen oder wie? Kann man das Fleisch drauf werfen, ne? Aber ich habe gar kein Fleisch. Und dann? Hey, ich habe doch Fleisch. Hä, wo habe ich das Fleisch her? Ich glaube, wir haben Besuch. Du ja wieder Feuer machen musstest. Ja gut, eigentlich könnten wir doch hier, ist ein guter Abschluss eigentlich, oder? Ja, würde ich glaube ich auch sagen. Hallo?
Könnten hier uns so einen, dann so einen Aussichtspunkt bauen noch so. Ja, da müssen wir ein bisschen nach oben gucken. Hallo. Hallo. Alter, scheiß Vogel, Mann. Komm her. Ja gut, aber das ist halt echt nur ein Basislager. Ne? Am Anfang funktioniert es, aber irgendwann mal klettern die drüber oder keine Ahnung was, ne? Ja, ja, das sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass die Eingeborenen immer dazulernen. Ist mein Essen schon fertig? Also wenn man sich einbunkert, dann springen sie halt irgendwann mal über deine Mauern drüber, klettern auf Bäume und machen ganz viel ja, gut. Hey, böse Sachen. Ich jetzt mein Feuer an, das wollte ich gar nicht. Sonst geht ja, gut, da, aber geht da irgendwo das Gas aus? Ich weiß nicht, geht da... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann schon sein. Hallo, hallo? Wäre jetzt dafür, die Folge zu beenden. Na gut, okay. Dann, danke fürs Zuschauen und, ja. Jo. Bis zur nächsten Folge wieder. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.